Servus zusammen und willkommen zurück. Ich bin der Grey Fox und wir spielen bei Resident Evil 7 weiter. Ja, das letzte Mal diese Mindblow mit den Bakers, wo Jack mit Ethan redet, sitzt noch immer so ein bisschen tief. Wir müssen jetzt auf jeden Fall hier durch die Sümpfe, wie es scheint, Evelyn finden. Und Evelyn beseitigen. Wow, wo. Nutzen wir doch gleich mal die vorbereitete Spezialmoon. Ah! Zwei Schuss. Genau so muss das. Und... Pam! Noch einer! Crazy shit! Warte, noch mehr? Alter! Hinten steht ja noch einer! Gut, dann doch wieder die. Nein! Schade um die Moon. Könnte man vielleicht später noch gebrauchen, aber... So, schauen wir uns doch mal um. Gelb. Ein Knopf. Oh, sowas hat man ja lange nicht. Spinneskraut, okay. Ja, ich habe so das Gefühl, wir nähern uns dem Endkampf. Es wird wahrscheinlich nicht sonderlich was einfach werden. Shit. Und ich komme da nur in eine Kiste. Da bin ich vollgestopft mit Moon. Aber die werden wir wahrscheinlich auch brauchen. Einmal abwärts. Ich mag diese Fahrstuhl-Situation nicht. Besonders nicht mit so einer Geräuschkulisse. Können wir? Ja, ein Geschehen. So. Vor denen habe ich jetzt wirklich keine Angst mehr. Die sind so schnell erledigt. Oh! Reicht das? Ja, keine Moon verschwenden. Alter, die sind ja überall. Mehr Kraut? Was erwartet uns hier, wenn wir mit so viel Kraut zugekackt werden? Gewehr, so. Nicht genug Platz. Habe ich jetzt nur ein paar davon aufgenommen? Wo? Mal schauen, können wir das benutzen? Ha! Ach nö! Ah. Aber viel kannst du nicht mehr haben. Oh shit. Oh. Ist ja gar nicht durchgeladen. Ob's da reingepackt? Dann halt so. Puh. Ärgert mich jetzt ein bisschen, dass ich die Bombe zerstört habe. Wow, da ist ja noch eine. Aber hier scheint eh nix zu sein. Kommen wir hier vielleicht hoch?
noch eine. Hat Lukas hier noch seine Finger im Spiel? Die habe ich noch nicht. Wie, du lebst noch. Die Bomben habe ich gar nicht gedacht, die hätten wir auch mitnehmen können. Oh. Ärgerlich. Oder? Ja. Aha. Da haben wir wieder Platz. Jetzt hoffe ich nur, dass keine entscheidenden Schlüssel-Items kommen. Dafür haben wir dann jetzt keinen Platz. Where do you come from, huh? Noch einer. Oh, ich mag die Flinte. Die ist super. Ah, schieb, Freund, schieb. Look at it. Ah, wie man sich einen Weg baut. Okay. Zurück. Da ist noch der. Okay. Ein Schuss Pistolenmunition gegen drei Schuss Flintenmun. Bin ich vollkommen in Ordnung. Wow. Nein. Ja, Lukas ist doch definitiv irgendwie involviert. Wie Kraut? Was wollen wir denn damit? Wogegen kämpfe ich dann? Freitag, 16. Januar. Dank euch ist mein Kopf jetzt seit einer Woche wieder klar und zurück auf normal. Und sie denkt immer noch, dass sie mich hat. Da müsst ihr echt mal dran arbeiten. Sie sieht nicht nur wie ein kleines Kind aus, sie ist auch genauso blöd wie eins. Mom und Dad sind immer noch voll drauf. Ich habe Gedanken gemacht. Ist diese Fixierung auf Familie etwas, das ihr einprogrammiert habt? Ein bisschen krank. Mir das Miststück ist immer noch irgendwo zwischen Eevee-Märchenland und Realität. Ich kann ziemlich gewalttätig werden, da habe ich die Zelle gesperrt. Ich dachte, vielleicht macht das Evelyn ärgerlich. Immerhin ist Mia ihr Liebling und so. Aber es scheint sie nicht zu kümmern. Geht sie sogar manchmal besuchen. Ich denke, Mia ist ihre Mami. Wie gesagt, eure Biowaffe ist ganz schön, nicht ganz dicht. Evelyns Familienfixierung nimmt langsam überhand. Sie lässt sie alle mehr und mehr Arschlöcher von der Straße schnappen und fügt sie ihre Freakshow und Familien zu. Vielleicht ist sie es leid, darauf zu warten, dass Mia zu ihr findet, aber scheiß Arbeit für mich, weil ich den ganzen Schweinkram aufräumen muss, wenn niemand Neues kommt. Wenn jemand Neues kommt. Ich dachte gerade schon, das macht noch null Sinn. Übrigens sieht Evie krank oder so aus. Ihre Haut ist ganz faltig und sie bekommt graue Haare. Soll das so sein? Es ist, als würde sie auf einmal alt werden. Wait, what? Ist Evelyn die alte Frau im Rollstuhl? Das wäre krass. Hast du überlegt?
Wenn wir in diesem Video, in dem Rückblick, war ja auch was, von wegen, sie braucht ihre Behandlung sonst. Okay. Infektionsbericht. Das Bakterium Schimmelpilz. Wir lesen jetzt mal da. Was ist denn das? Target acquired. Schon wieder? E-Nekrotoxin zerstört Zellmaterial aller Individuen, die sich in der E-Serie Biowaffe basieren. Beseitigung der E-Serie Objekt zu verwenden. Das Toxin muss vor der Verwendung stimuliert werden. Geben Sie dazu eine Probe der E-Serie Zellen. Nekrotoxinbehälter. Bitte? Bitte. Wir damit die Waffe gegen Evelyn haben. Wieder was zu lesen. 7 Seiten. Ich möchte hier keine Lesestunde draus machen. Noch was zu lesen. Wir machen das mal kurz so. Für all jene, die es interessiert, machen wir das mal so. Könnt ihr an den Stellen gerne Pause schalten. Ich lese hier fix quer drüber. Okay. Und das hier noch? Das ist ja doch durchaus relevant. Gut. Oh. Kampfgranaten. Jetzt. Tode voll mit irgendwelchen Zeug. Brauchen wir nicht. 6 Stück werden ja wohl reichen. Die lasse ich mal lieber dabei. Ich hatte den Granatwerfer auch gar nicht eingepackt. Gut. Schauen wir mal. Verbesserte Pistolenmunition. Oh cool. Nee, geht's nicht lang. Die habe ich noch nicht. Stimmt. Wow. Fuck you, little girl. Stirb du doch. Oh nein. Wir nehmen mal die verbesserte. Kommt jetzt hier.
Überall tropft der Schleim von der Decke. Fuck! Don't dodge that! Ich drei auf einmal. Ja, die will uns wirklich tot sehen. Hier dran was. Crouch. Und weiter scheint sie nicht zu gehen, dann hier lang. Naja, die Musik sagt schon so ein bisschen Endkampf-Flair. Oh. Oh. Das war knapp. Nee. Stopp. Dafür verschwendet man die Kugel. Toten. Könnte man eigentlich auch benutzen, das ist auch eine Idee. Das ist sogar eine gute Idee. Alter. Fuck you! Wie viele denn noch? Ah! Oh. Ja, 6, 7, 8 Stück habe ich einstecken. Alter. Maschinengewehr, Maschinengewehr. Wofür rüstest du uns aus? Wow, wow, wow. Noch ein. Und noch einer. Die ganze Arbeit, die du dir gemacht hast, deine Familie zusammenzusammeln, alles zunichte. Na? Nein, ihr liegt nix. Großer Raum. Gefällt mir nicht. Rotmoon, komm hier. Dicker, okay. Und ganz dicker. Oh Gott. Alter, Alter. Komm schon. Tauschen mit den Bomben. Ah. Oh. Nein, 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 nein. Komm schon, komm, komm schon, das ist unfair. Einfach dreimal vollgekotzt. Jetzt weiß ich, warum wir so viele Heilmöglichkeiten haben. Oh. Oh, hier. Das ist zum Spiel für euch. Check this out. Yeah. Huh? Shit, oh shit. Unfair. What? You are dead? Hat sich mein Spiel auf Englisch umgestellt? Also von der Ausgabe? Okay. Gut. Dieses Mal nicht. This time we know the trick. Na hier, Leute. Eklig. Eklig. Was? Ah!
Alter, unfair. Ja komm, ey. Kann auch nicht über die Dinger drüber schießen. Na? Nein, 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 nein. Leg dich, Ethan. Oh. Oh oh. Ach. Komm, ey, dann halt. Ey. Nicht cool, du fettes Drecksvieh. Sogar. Jetzt machen, ne? Ja, kommt hoch. Müssen wir die höher gelegenen Ebenen nutzen? Boah, hat ihn schicklich gemacht. Alter. Kannst du dich so schnell bewegen? So, dann hast du eine Tonnage. Ach komm. Nein, das ist nicht cool. Alter! Ah! Ist er tot? Yes! Fuck this shit! Oh, ist jetzt durchgelaufen. Mehr Arznei. Hier ist noch ein bisschen. Und noch mehr Arznei. Wir haben doch den Kampf jetzt gerade geschafft. Immer noch keine Evelyn in Sicht. Och nö. Ein Spalt in der Wand. Großer Arzt, nein. Karte des Bergwerks. Okay. Ja, hier an der Stelle hatten wir jetzt schon einen größeren Kampf. Machen wir bei den Break. Ich denke, beim nächsten Mal gibt es den ganz großen Showdown gegen Evelyn. Ja, wir können gespannt sein. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Und in dem Sinne, haut rein. Bis die Tage.